So, hallo zu meinem nächsten Tutorial. Heute zeige ich euch verschiedene Arten, wie man schnell und einfach eine Mindmap erstellt. Dazu benutzen wir drei Programme. Einerseits einfach Microsoft Office Word. Für die, die das nicht haben, gibt es das gleiche kostenlos mit dem LibreOffice Writer. Ebenfalls kostenlos, Vorsicht, da gibt es auch eine kostenpflichtige Version, ist eDraw. Und ganz kostenlos ist FreeMind. Ich habe jetzt hier schon mal vorbereitet, einfach so eine grobe Anordnung von Ideen. Interessant ist, ihr kennt hoffentlich alle hier oben die Taste, dazu mache ich, glaube ich, demnächst mal ein eigenes Tutorial. Die zeigt uns jetzt hier die Absatzmarken und die Tabulatoren an. Ich habe hier direkt mit Tabulatoren eingerückt. Einerseits der Übersichtlichkeit wegen, andererseits, weil ich damit jetzt gleich in FreeMind einen Trick machen kann. So. Wenn ich das jetzt in Word als Mindmap machen möchte, muss ich relativ viel zu Fuß gehen, ebenso in LibriVox und in eDraw. Und zwar muss ich jeweils Textfelder einfügen, solche hier. Durchziehen mache ich einfach ein Textfeld in der nötigen Größe. In dem Fall ist das größte Textfeld, das ich brauche, drei groß. Na, es gibt auch noch ein paar andere. Wir nehmen mal einfach eines, in das drei Zeilen reinpassen und haben hier drin unsere Äpfel, Birnen, Beeren. So, dazu muss ich hier natürlich jetzt wieder die Tabulatoren wegmachen. Da ist es jetzt unpraktisch, dass ich die habe. Wofür wir sie brauchen, seht ihr nachher bei FreeMind. Dann habe ich hier eine untergeordnete Gruppe, das heißt, ich gehe wieder auf Einfügen, Formen, Textfeld. Dann habe ich hier die Erdbeeren und die Himbeeren. Wieder die Tabulatoren wegmachen. Und da ist jetzt auch noch so ein übrig gebliebener Absatz drin. Ihr merkt schon, es ist relativ aufwendig. Das ist jetzt noch gar nichts. Ich könnte jetzt sogar noch detaillierter sein und sagen, ich mache für jedes Wort hier ein eigenes Textfeld. Dann mache die Äpfel da rein. Naja, jetzt habe ich wieder Einfügen gedrückt, während ich noch im Textfeld war. Mach noch so ein Textfeld, mach die Äpfel wieder raus. Nehme es mit hoch. Doppelklick zum Markieren des Absatzes oder des Wortes. Birnen hier rein, Beeren hier rein. So, jetzt hätte ich hier meine drei Wörter. Die Erdbeeren und Himbeeren sind ein Unterpunkt zu Beeren. Das müsste ich jetzt noch verbinden mit einer Linie. Wer hätte es gedacht? Zack, so. Jetzt müsste ich noch den Oberbegriff, das Obst, ebenfalls als Textfeld machen. Kennt ihr jetzt schon? Textfeld einfügen, Obst markieren, reinschieben. Zum Verbinden. Wieder eine Linie ziehen, wieder mit einfügen, Formen, Linie. In dem Fall habe ich jetzt viele Linien. Jetzt bin ich schon hier in den Zeichentools, solange eine Zeichnung aktiviert ist. Könnte jetzt hier also gleich noch eine Linie zu den Birnen ziehen und noch eine zu den Beeren. Wie man merkt, relativ aufwendig, nicht sehr flexibel. Jetzt gehen wir hier komplett wieder auf Anfang. So, wenn ich das Ganze jetzt in LibreOffice machen möchte, muss ich zuerst mal alles markieren und kopieren und hier drüben einfügen. Ich könnte es auch der Reihe nach einfügen, das ginge auch, ist in dem Fall, glaube ich, sogar besser, weil leider LibriVox, wie man hier sieht, jetzt meine Tabulatoren als Leerzeichen übernommen hat. Finde ich gerade nicht so knorke von LibriVox. Ansonsten funktioniert LibriVox genauso, das heißt, ich füge eine Form ein, Textfeld, mein zentrales Thema ist Essen, wer hätte es gedacht? Ich mache das Textfeld klein. Ich kann alternativ auch ein Quadrat einfügen
und hier mit Doppelklick reinschreiben. Hat den schönen Vorteil, dass ich zum Beispiel auch Ovale oder sowas nehmen kann. Gefällt mir persönlich besser als ein reines Textfeld. Ich überlasse euch aber die Entscheidung. Dieses Textfeld kann ich wie jede Grafik rumschieben. Mach dann das nächst kleinere hier. Das war Gemüse. Mach dann wieder welche. Gehe jetzt auf Kopieren. Ich mache das mal mit der Maustaste, dass ihr es seht. Kopieren, wegklicken, rechte Maustaste einfügen. Die fügt ihr jetzt übereinander ein, die sind aber einzeln. Dann hole ich mir hier die Wörter rüber, wenn ich sie nicht einfach neu tippen möchte. Wenn es jetzt fremdsprachige Wörter wären, würde ich so machen, dass ich die rüber kopiere, um Tippfehler auszuschließen. Bei deutschen Wörtern kann ich sie jetzt natürlich auch im Prinzip einfach neu tippen. So. Hier in dem Fall mache ich das Textfeld größer. Ziehe es rüber zu den Beeren. Und meine zwei Unterkategorien Erdbeeren und Himbeeren hole ich jetzt beide gemeinsam rüber. Wieder Doppelklick, um reinzuschreiben, einfügen und ganz wichtig, die Lücke wegmachen und stattdessen einen Abstand rein. So, genau wie bei Word mache ich die Verbindungen mit einer Linie. In dem Fall bleibt die Linie angeklickt, das heißt, ich kann immer weitere Linien ziehen. Wenn ich jetzt hier hingehe, laufe ich Gefahr, dass ich das Ende der Linie verändere, anstatt eine neue Linie zu ziehen. Das heißt, es macht Sinn, immer auf das ursprüngliche Feld zu die Linien zu ziehen. Das gleiche gilt in Word auch. So geht das her. Und hier eine zu den Beeren. Ich mache jetzt bei diesen beiden Programmen jeweils nur einen Ast. Wie ihr merkt, es ist relativ umständlich, relativ zeitaufwendig. Ebenso bei eDraw. Hier fange ich an mit Create, also eine leere Mindmap, die wir jetzt erschaffen. Habe hier die Main Idea. So. Rausklicken, um es wegzumachen. Es gibt hier auch den Shortcut Einfügen, um ein neues einzufügen. Ist aber nicht der Sinn der Sache, wenn man schon eDraw verwendet. Macht man es lieber zu Fuß. Man fügt jetzt hier auch wieder Rechtecke ein, wie man es kennt. Es gibt auch Shortcuts mit jeweils Steuerung, Umschalt, Zahlen und so weiter. Ansonsten ist das Prinzip im Prinzip das gleiche. Ah, ich habe vorhin Gemüse hingeschrieben, sorry. Ja. Beeren sind Gemüse, war uns allen klar. Es macht Sinn, wenn man nicht die Shortcuts verwenden möchte, dass man die Wörter einzeln rüber kopiert und erst die Vierecke erstellt, muss man aber nicht. Steuerung 2 ist ein Textfeld, Steuerung 1 ist das Auswahltool, Steuerung 3 wäre ein Connector im rechten Winkel, Steuerung 4 ist eine Linie und Steuerung 5 zeichnet ein Rechteck. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach mit Steuerung 4 eine Linie zeichnen. Immer vom Unmarkierten zum Markierten, geht leichter. Steuerung 5, nächstes Feld. Alt-Tabulator, Doppelklick, Steuerung kopieren, Alt-Tabulator, Doppelklick, Steuerung V. Steuerung 4, Verbindung ziehen. Früher hatte eDraw auch noch die Funktion, dass man in der Mitte der Rechtecke einen Verknüpfungspunkt hatte, was sehr praktisch war, leider inzwischen nicht mehr geht. Macht aber nichts. Steuerung 5, Alt-Tabulator, Beeren, Strick C, Alt-Tabulator, Doppelklick, Strick V, Steuerung 4. Wisst ihr auch, warum ich früher ein Pedal an meinem Computer hatte für die Steuerung, Umschalt und Alt-Tasten?
Und so kann ich hier der Reihe nach jeweils, ne, diese Felder erstellen. Alt Tabulator, um die Seiten zu wechseln. Doppelklick, um es zu markieren. Steuerung Copy. Alt Tabulator. Doppelklick. Steuerung einfügen. Steuerung 4 für die Linie. Verbindungslinie ziehen. Verbindungslinie ziehen. Wieder vom Markierten zum Unmarkierten. Ihr habt jetzt hier den zweiten Pfeil falsch rum. Einfach wieder anklicken und hier ändern. Wir hatten diesen Pfeiltyp. So. Das ist das Problem bei Pfeilen. Da macht es was aus, in welche Richtung man gezogen hat. So. Und dann gehen wir noch vom Essen hier hoch und haben auch hier einen Ast erstellt. eDraw bietet euch auch wieder die Möglichkeit, wie man das nicht anders erwarten würde, Farben einzustellen, Formen einzustellen. Es gibt sogar eine sehr große kostenlose Clipart-Sammlung mit Tieren, vielen Szenen aus den Bereichen Business, Finanzen, Schule, Büro, Berufe auch. Ist oft ganz nützlich. Meistens gibt es genau das, was man gerade sucht, nicht. Dafür gibt es dann Pixabay. So, dann kommen wir zur vierten Möglichkeit, das ist FreeMind. FreeMind ist jetzt was Besonderes. FreeMind kann nämlich tatsächlich Tabulatoren lesen. Das heißt, ich muss jetzt hier nur einmal in der Mitte, auch wieder mit Doppelklick. Mein Hauptthema, das kann es nicht. Macht aber nichts, alles andere kann es. Das heißt, ab dem Obst wichtig den Tabulator mitmarkieren. Den hier. Ab dem Obst einfach wieder alles markieren. Na? Oh, sorry. Jetzt wollte ich es schön machen mit Rechtsklick. Genau, so sehe ich jetzt. Das ist der große Trick. Auf den Editor. Den hat jeder Windows-PC und Apple hat garantiert auch was Vergleichbares. Das ist das Grundlegendste aller Programme. Das kann nur Schriftzeichen, sonst nichts. Und von diesem Editor nehme ich jetzt die Angaben, einschließlich des ersten Tabulators wieder, kopiere, gehe auf FreeMind, die Mindmap heißt Essen und füge ein, Steuerung V. Zack, da ist eine komplette Mindmap. Ich kann jetzt so einen Knoten auch nehmen und darüber schieben, dann ist er da drüben. Dann machen wir noch die Gewürze rüber, dann ist etwas schöner angeordnet. Ich habe hier auch eigene automatische Formatierung und so weiter, solche Möglichkeiten. Ich könnte jetzt sogar, wenn ich sage, ja, aber die Tomate, ist ja eigentlich sind Tomaten Obst, anklicken, jetzt ist es markiert. Steuerung drücken, hier klicken, jetzt ist das auch markiert. Einfügen, grafische Verbindung erzeugen. Kann ich dann noch nehmen und so ein bisschen rumziehen. Na, Vorsicht. So geht das. Dass sie kein anderes Wort durchschneidet und kann ich jetzt sagen, ja, Tomate ist ja eigentlich Obst. Für diejenigen, die sich jetzt schon das ganze Tutorial lang drüber aufgeregt haben. Bevor ihr mir einen Kommentar schreibt, hier geht es jetzt. So. Damit habt ihr also vier Arten, eine Mindmap zu erzeugen. Die schnellste, wenn man schon auf Word vorbereitet hat, ist die hier. Die genaueste, am besten beeinflussbare, veränderbare ist meines Erachtens FreeMind, das ich selber für Sachen benutze, die ich auch ja, weitergeben möchte, arrangieren muss und so weiter, weil man hier alle Punkte wirklich verziehen kann und sich automatisch die Verbindungen mitbewegen. Das heißt, hier habe ich am meisten Einfluss aufs Layout. Word und LibreOffice, ja, geht zu Fuß. Da ist halt wirklich das, wenn ich jetzt hier ein Feld bewege, muss ich den Strich von Hand mitbewegen. Da gibt es leider keinen Weg drumherum. Ist so. Bei Word genauso. Ja, das habe ich jetzt schon zugemacht. Habt ihr ja vorhin gesehen. Wenn ich natürlich so vorbereitet habe, wäre ich blöd, wenn ich es nicht mit FreeMind mache.
Wenn ich noch nichts vorbereitet habe, kann ich natürlich auch direkt im Programm die Wörter zum ersten Mal schreiben und gleich in Textfelder schreiben. Das ist dann nicht so viel mehr Arbeit. Ich kann auch in FreeMind, zu FreeMind habe ich ja eh schon mal ein eigenes Tutorial gemacht, jeden beliebigen Knoten anklicken, tippe auf die Taste einfügen, zack, ist ein neuer Knoten da. Salz, Enter, um es zu bestätigen, nochmal Enter fürs nächste. Und so weiter. Das heißt, auch hier, ich kann einzelne Knoten verschieben, habe ich die Möglichkeit, direkt im Programm selbst die Mindmap erst zu schreiben, logischerweise. Das sind die vier Arten, eine Mindmap zu erzeugen. Streng genommen sind es drei Arten, weil Word und LibriVox wirklich exakt identisch funktionieren. Die Tasten sehen nur etwas anders aus. Ich hoffe, das hat euch soweit geholfen. Und wünsche viel Erfolg beim Erstellen von Mindmaps.